Hallo, ich habe heute einen Gast, Kwabena Dinit. Er lebt in Hamburg seit langer Zeit, ist Geschäftsmann und er ist aber aus Ghana und hat jetzt ja, die Verbindungen nicht verloren, sondern gerade aufleben lassen und ein tolles Projekt gestartet. Ja, hallo Kwabena. Ja, hallo Ralf. Ja, es ist etwas, was zurückgeht auf ein Treffen durch einen gemeinsamen Bekannten. Ich habe dir damals vorgeschwärmt von Moringa und Moringa-Baum, der wirklich fantastische Eigenschaften hat, der alleine die ganze Welt ernähren könnte und viele gute Eigenschaften hat. Blätter wie Spinat und einfach wächst ganz, ganz schnell und so weiter. Und ich habe dann dich 2 Jahre später zufällig wieder getroffen auf einer Afrika. Festival. Auf einem Afrika-Festival. Und dann hattest du einen ganzen großen Stand mit eigenen Moringa-Produkten. Erzähl da mal Ja, drüber. danke, Ralf. Ja, es ist ja auch Folgendes: Nachdem wir miteinander ausführlich über Moringa gesprochen haben, bin ich auch nach Hause gegangen und eigene Forschung gemacht. Und dann wusste ich ganz genau, dass Moringa die Lösung zu meinem Problem wird. Ja, wunderbar. Und dann habe ich halt, ja, als wir uns da trafen, habe ich dir mein damals ganz neues Buch geschenkt, Das neue Dorf. Und ja, dann bist du ein paar Tage später nach Ghana geflogen und das hat dann was in Gang gesetzt, oder? Ja, das ist richtig. Und zwar das Buch Ein neues Dorf, beziehungsweise ja, Community Gardening, war für mich der Schlüssel. Lebnis in Ghana war mit dem Buch, hatte ich auch genug Zeit gehabt, über eigene Problematik zu nachzudenken. Und nach zwei, dreimal dieses Buch gelesen habe, war es mir ganz klar, das ist den Schlüssel zu meinem Problem gefunden haben. Ja, und dann war das Tolle, dann trafen wir uns da kurze Zeit später und dann hattest du 40 Hektar Land gekauft, eine gigantische, riesige Fläche im schönen Ghana. Und jetzt gucken wir uns das mal an, wo das ist. Und ja, wir haben hier einmal Hamburg und Ghana hier unten. Westafrika, ist es ein tolles Land. Ich habe in verschiedenen Ländern Afrikas gearbeitet und manche haben einen guten Ruf, manche haben einen schlechten Ruf. Und in Ghana haben die meisten Leute gesagt, ja, da kann man tatsächlich was erreichen, da kann man mit den Menschen gut umgehen. Und ja, Menschen aus Ghana bewegen was. Und du hast ja schon lange, bevor wir uns getroffen haben, hier mit Schülern in den Schulen was gemacht. Vielleicht willst du da mal ein paar Worte zu sagen, ganz kurz. Ja, also ich selber habe ich auch hier in Hamburg 1999 ein Ladengeschäft mit afrikanischer Kunsthandwerk gehabt und da war ich auch 15 Jahre tätig und in der Zeit habe ich auch sehr viel Bezug zu Lehrer und Schüler. Und es kam auch die Gedanken, in Schule zu gehen und über Afrika zu berichten, weil die meisten Schüler hatten Afrika nicht mit an Hut. Und wir hatten ein gemeinsames Thema ausgearbeitet und das war Wasser. Wasser, unser gemeinsamer Schatz der Natur. Und somit bin ich in Schule gegangen und habe ich über Wasser erzählt, den Zusammenhang Wasser und Boden und die Klima. Das war, da habe ich ja ungefähr 5 Jahre lang gemacht in verschiedenen Schulen, also Margarete-Rothe-Schule, hier im Kindergarten, in Harvesterhude, auch in Bamberg war ich und habe ich mit Kindern über Afrika bzw. unser gemeinsamen Schatz der Natur Wasser. Ja, das ist einfach auch mal ein Zeichen, dass du dich schon immer engagiert hast. Und ja, jetzt kriegt das einen anderen Maßstab. Und wir gucken jetzt mal hier auf der Karte ein bisschen genauer, wo das ist. Und es ist halt hier eine Region, wo es noch Wald gibt. Und das ist deshalb ganz wichtig, weil wenn man jetzt in eine Region geht, wo einfach gar nichts mehr ist, ist es brutal schwer, was aufzubauen. Die Gefahr des Scheiterns ist sehr groß. Und die Idee, die Kwabena hatte, war, in eine Gegend zu gehen,
wo zwar auch sehr viel kaputt geht, aber wo noch etwas ist, wo man anknüpfen kann und da drauf aufzubauen und dann den Boden zu verbessern und wieder was anzubauen, sogar Wald wieder noch mehr anzupflanzen, der aber dann auch nutzbar ist, ne? Das ist richtig. Und zwar, also nach langer Recherche war es mir klar, die Ursache für diese Massenflucht afrikanischer junger Menschen nach Europa ist, dass der Boden nicht mehr fruchtbar ist, um sie zu ernähren. Deshalb bin ich in dieser Gegend gezielt gegangen, wo es noch Regenwald gibt, um mit dem Boden zu arbeiten. Ja, das ist prima. Und dann hast du auch gleich losgelegt und wir haben uns damals unterhalten und du hast als erstes schon mal Häuser gebaut, weil du hast gesagt, ohne Häuser können wir da nichts bewegen. Und ja, vielleicht sagst du ein bisschen noch was zu dem Bild hier. Ja, das sind ja Lehmziegel. Das ist ungefähr 5000 Lehmziegel. 5000, das ist Ja, genau. unglaublich. Also wird alles mit der Hand geformt und Luft getrocknet. Das ist sogenannte Adobe Bricks. Was ja noch traditionell da gemacht wird. Du Ja, hast Handwerker gefunden, die das ganz können. genau. So ist das. Es wird noch weiter Häuser gebaut in dem Stil. Und das Schöne daran ist, dass ja all die Materialien war auch dort vorhanden. Und muss man ja nicht extra irgendwo Sachen woanders hier karten, sondern man konnte sofort starten. Ja, und trotzdem muss man halt auch sehen, wo kein Lehm sein darf. Man sieht hier, das Fundament ist aus Zementblöcken gemacht. Genau. Also man muss es auch richtig machen. Und du hast von Anfang an halt auf Qualität gesetzt, Langlebigkeit. Weil wenn jetzt der Lehmstein zu weit runter geht, dann weicht der auf in der Regenzeit und das Haus bricht zusammen. Ne? Ja, und wir haben hier, glaube ich, noch ein weiteres Bild davon. Hier ist schon eins der Häuser im Entstehen. Und im nächsten sieht man halt hier schon, wo das Dach gebaut wird. Unglaublich. Also das war die erste Aktion und jetzt stehen da Häuser. Ja, klar, war das war auch ganz wichtig, dass wir gesagt haben, wenn wir diese Wald bearbeiten, dann wichtig ist das ja, dass wir dort wohnen können und die ganze Naturbewegung von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang alles beobachten, in unsere Arbeit mit hineinzubeziehen. Deshalb, wir brauchten ein Zuhause vor Ort. Und so haben wir damit angefangen. Ja, das ist ja auch eins der Permakulturprinzipien. Erstmal sehr, sehr genau beobachten, bevor man irgendwas pflanzt. Und deshalb, da waren dann die Häuser fertig und bewohnbar. Und dann gibt es auch gleich ein großes Team. Du hast erzählt, das Interesse ist riesig groß. Und es gibt auch Leute, die wirklich was anpacken. Das ist das Entscheidende. Ja, das ist wirklich wahr. Weil es ist also so, dass es ein Gegend, der ja auch sehr viel Jugendliche haben, aber leider das Problem in ganz Afrika, Jugend, also Arbeitslosigkeit oder Perspektivlosigkeit. Und als es kam mit dem Gedanken, dass wir ein Projekt, ein Dorf bauen, wo jeder sich auch der Interesse und Kraft und Wissen hat, auch eigene Existenz aufbauen kann. Und dann fängt es an. So wie wir sehen, also die stehen alle bereit. Ja, und das ist ja das Prinzip vom neuen Dorf, lokale Arbeitsmöglichkeiten zu schaffen, und zwar möglichst mit Selbstständigkeit. Also das ist ja, wenn jemand jetzt anfängt und irgendwas macht, dann passiert es sehr leicht. Derjenige ist dann der große Chef da und alle hören nur auf denjenigen. Und wir haben uns jetzt gemeinsam überlegt, dass wir hier ein Konzept machen. Das Ganze wird eine Stiftung. Und dann gibt es verschiedene Kleinunternehmen da und Organisationen. Und eins davon, dann wird deine Ashanti Green School sein. Und das ist dann aber ein Projekt und andere sind auch selbstständig, entwickeln selber was, ne? Ja, genau. Und das Schöne daran ist ja, also dank der Unterstützung von Ralf habe ich auch sehr viel von auch gewonnen an der Universität Harburg-Hamburg. Und auch Menschen, die auch bereit sind, einen Austausch
in dieser Projekt mit reinzukommen, also vom Wissenstransfer hier, dass diejenigen, die selber keine eigene Idee haben, ob was lernen kann und daraus eine Assistenz aufbauen kann. Zum Beispiel Holzkohle, also zum Brikett zum Beispiel, weil das wird, der Wald wird rode, also gefahren, Bäume wird gefahren, um überhaupt zu kochen. Wobei man kann auch sehr viel einfacher auch Gartenabfälle auch zum Holzkohle machen. Und das sind allen die Ideen, die auch zum Beispiel hier entstehen kann. Oder wie man Fisch züchten. Oder es gibt ja auch einer, der sich schon mal auch sich mit Schweinezug, aber dazu kommen wir ja, das schon. Zeigen wir gleich noch kurz. Ja. Aber wir haben hier jetzt noch mal für alles, was man macht, braucht man natürlich Wasser. Und das war halt dann auch der nächste Gedanke. Und das finde ich halt so gut, dass du tatsächlich die Dinge wirklich grundlegend anpackst. Also du machst tatsächlich das, was dran ist, sofort und ohne lange zu zögern. Und das ist natürlich dann auch etwas, wo dann was draus werden kann. Weil wenn man vieles pflanzt, dann ist irgendwann kein Wasser mehr da, geht alles wieder kaputt. Und du bist ein toller Unternehmer, der halt das von vornherein richtig macht. Und hier wurde dann halt ein großer Brunnen gebaut mit dem Wasserturm hier. Und das ist hier der Brunnenbau, ne? Vielleicht ja. sagst du da ein paar Worte zu. Ja, genau. Ja, das war, oder das ist bis heute das Herzstück, weil, wie gesagt, wir haben zwar Regenwald, aber heute kann man sich nicht auf die Natur verlassen, also dass es auch Regen gibt. Und deshalb müssen wir Wasser hier holen. Und der Gedanke war, entweder macht man mit versammelter Mannschaft, mit eigener Kraft einen Brunnen zu bauen, oder man geht die Sachen etwas tiefer. Und aus Erfahrung hier weiß ich, dass es ja in extrem dürre Zeit, wenn man nicht tief genug geht, dass sogar der Brunnen austrocknen wird. Und deshalb haben wir eine Firma engagiert, der ja, ich glaube, der ist ja 85 Meter tief gegangen, um das Wasser zu treffen. Und jetzt haben wir Wasser. Ja, das ist auch eine der ganz wichtigen Dinge, dass das halt von vornherein halt auf soliden Füßen steht. Und es ist so, dass die, wenn die Gegend jetzt wieder grüner wird, ne, du hast gesagt, es wird viel abgeholzt, einfach für Feuerholz, das wird verschwendet, das ist sehr ineffizient. Mit Holzgaskochern können wir sehr, sehr effizient werden. Da gibt es eine tolle Entwicklung von Marius Birik in Äthiopien, einen tollen Holzgaskocher, den werden wir da auch mit einführen. Auch das ist Lehmbau und ist der sauberste Ofen, den es überhaupt gibt. Und dann haben wir aber auch ja, die Bodenverbesserung. Also wenn man das Wasser hat, dann kann man halt anfangen, wieder was aufzubauen. Und ja, vielleicht zeigst du mal oder erklärst du, was hier zu sehen ist. Ja, zum Beispiel, das ist ein ganz kaputter Boden, die ja auch aufgrund der Abholzung ist er ganz trocken. Es liegt ganz brack in die Sonne. Ne? Eigentlich muss man diesen Boden auch bearbeiten, indem man auch einen guten Dünger, zum Beispiel, also Manure bzw. Kompost, selbstgemachte Kompost, dafür gibt es sehr viel Grün und es gibt sehr viel einfache Methode, diesen Boden wieder herzustellen. Und dann zum Beispiel, wir haben angefangen mit Hühnermist, zum Beispiel gemischt mit Holzkohle, also die Charcoal heißt auf Englisch, und dann mit dem Topsoil, und schon haben wir einen tollen Boden, wo wir jetzt anfangen, also Bäume zu bauen, zum Beispiel. Ja, das ist halt eine der Sachen, die halt ganz wesentlich sind. Also die Wälder werden abgeholzt und deshalb muss man Wälder wieder anbauen, und zwar welche, die schnell wachsen. Und du hast hier schnell wachsende Bäume gewählt, damit erstmal Brennstoff und Baumaterial. Das kann ja erstmal Baumaterial sein und später, wenn es ein bisschen verrottet oder die Termiten da dran gehen, dann kommt das halt in den Holzgaskocher und so, und auch wird zum Kompost beitragen, weil zum Bodenaufbau braucht man sehr, sehr viel Holz, was man in den Boden reinbringt, holzige Reste aus der Landwirtschaft.
die ganzen Permakulturprinzipien und so weiter. So, und jetzt gucken wir noch nach der Idee der Selbstständigkeit. Und hier ist jetzt ein Unternehmer schon mal am Start. Das hat mich auch überzeugt, jetzt das Projekt zu unterstützen, weil es gibt ganz, ganz wenige Projekte, wo sowas passiert. Aber vielleicht erklärst du das. Ja, das ist Emanuel, also der kam zu mir und der sagt, also die nennen mich Burger. Das ist jemand, der in Hamburg lebt, in Ghana wird Burger genannt. Burger, ich habe eine Sache auf Herzen, ich habe als Kind auch Schweinezüchtung gehabt in mein Haus und also ich kenne mich sehr gut aus und wenn ich die Möglichkeit haben kann, also Schweinezucht zu betreiben, werde ich mich selbstständig machen und das Projekt mit einbeziehen. Und er war einer der Jungs, der am Anfang da war und hat alles hier gegeben und mir gezeigt hat, er wird das schaffen. Und insofern habe ich also dank Unterstützung von Freunden einen kleinen Kredit gegeben und hat es angefangen, eigene Schweinestall zu bauen. Und so sieht das ja heute aus. Ja, das ist die Idee, ne? Dass Selbstständigkeit entsteht, die Menschen dort selber die Verantwortung übernehmen, ne? Das ist das Entscheidende. Und es ist ja auch der Ansatz hier, dass das eine Green School wird, also dass man halt auch lernen kann, wie man das macht. Und da lernt man aber auch Management von einer eigenen kleinen Firma, weil das kleine Unternehmertum ist das Wichtigste überhaupt. Gerade wo wir im Moment auch erleben, was für verheerende Folgen so diese Globalausrichtung der Industrie hat, wo die Menschen plötzlich fallen gelassen werden und immer mehr Hunger entsteht. Und hier wird gegengewirkt und das ist hier ein Zentrum, wo viele Menschen dann halt sich selbstständig machen können, hier auf dem riesigen Gelände, weil da gibt es natürlich ganz viel Platz für ganz viele kleine Betriebe. Und dass da die Menschen aber auch dort leben können. Deshalb neues Dorf. Und das mit den Lehmhäusern kann man relativ kostengünstig Häuser bauen, die auch eine gute Klimatisierung natürlicherweise haben. Ne? Gut, ja, das sind, glaube ich, so die wesentlichen Sachen, die wir besprechen wollen. Magst du zum Abschluss noch irgendein Wort sagen? Es gibt jede Menge zu tun. Also Leute, wir packen es an. Ja, ich danke dir. Da kann ich nichts hinzufügen und damit beenden wir das hier. Vielen Dank, Fabiana, dass du hier warst. Danke, Graf.